Grund Nummer 5 ist die agile Anpassung der Geschäftsprozesse. Im Rahmen der digitalen Transformation muss man schnell reagieren. Die Geschäftsprozesse müssen flexibel sein. Man muss agil sein können und vielleicht auf neue Geschäftsfelder auch mit schnellen Anpassungen der Prozesse reagieren können. Das bedeutet, ich muss die Geschäftsprozesse aus diesen Systemen wie zum Beispiel SAP R3 herausziehen und auf einer anderen Ebene modellieren und bereitstellen können. Das ermöglicht die iPaaS-Lösung von Informatica. Hier haben wir also die Möglichkeit, zum Beispiel einen Lead-Prozess mit seinen verschiedenen Entscheidungen, mit seinen verschiedenen Integrationspunkten in vorhandene Anwendungen herein komplett zu modellieren, zu integrieren und ablaufen zu lassen. Nicht vergessen sollte man an dieser Stelle auch die Tatsache, dass diese Prozesse dann nicht zwangsweise durch die IT-Abteilung verändert werden müssen, sondern dass man durch diese Abstraktion auf einer Modellierungsebene die Möglichkeit bekommt, auch durch die Fachabteilung Prozesse auf der Ebene anzupassen, um so die Kommunikation zu verkürzen, die Entscheidungsprozesse zu verkürzen und am Ende die Gesamtumsetzungszeit einfach zu reduzieren. Das ist der erhebliche Vorteil, der im Gegensatz zu heute erreicht werden kann. Die positiven Effekte einer iPaaS-basierten Prozessintegration sind also erstmal die Entwicklung eines solchen Prozesses, Umsetzung, was dann quasi auch Low- oder Zero-Coding bedeutet. Ich muss also nichts programmieren, sondern bin in der Lage, das sehr stark visuell über Konfiguration zu machen. Ich bin in der Lage, im Rahmen dieses Prozesses sehr flexibel auch Dinge auszutauschen, vielleicht Zielgruppen, die dem Prozess beteiligt sind, Anwendungen, die in den Prozess integriert sind, kann also dort auch neue Entscheidungen treffen, muss nicht den ganzen Prozess verändern oder neu entwickeln, nur weil ich SAP austausche. Und am Ende habe ich natürlich auch eine unheimlich gute, nützliche Transparenz geschaffen, weil ich diesen Prozess auf einer separaten Ebene modelliert, konfiguriert und noch betreibe. Ich kann also auch verschiedene Prozessinstanzen sehen, die am Tag ablaufen, kann sehen, laufen alle Prozesse durch oder bleiben vielleicht Prozesse stehen. Und das hilft mir am Ende sehr, sehr flexibel, transparent und das Thema Prozessintegration für mich neu zu definieren.